Rekorde an den Aktienmärkten. Wer mag dann noch über Krisen reden? Staatsschuldenkrise, Finanzkrise. Ja, wer da auf den Buchmarkt schaut, der sieht, die Krise ist noch nicht vorbei und sie könnte noch schlimmer werden. So sagen es uns viele Titel auf dem Buchmarkt. Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute ein Buch an, das ein bisschen in diese Kategorie fällt, aber das Thema noch etwas anders angeht, nämlich in Bildern. Gleich 77 Grafiken sind es und der Titel lautet: Die Krise ist vorbei, macht Pause, kommt erst richtig, bitte kreuzen Sie an. Autor dieses Buches ist Daniel Stelter, Dr. Daniel Stelter. Er hat lange Zeit bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und er ist Gründer des Diskussionsforums Beyond the Obvious, was man mit über das Offensichtliche hinaus übersetzen könnte. So, unser Offensichtliches heute sind eben die Grafiken, nicht alle 77. Wir haben uns ein paar weniger ausgesucht. Aber meine Frage ist, warum versuchen Sie, dieses Krisengeschehen in Grafiken darzustellen? Wir alle kennen, ein Bild zeigt mehr oder sagt mehr als 1000 Worte. Aber wir wissen natürlich auch, jede Grafik beruht auf Statistik. Und dann gibt es diesen schönen Spruch: Traue nie einer Statistik, wenn du sie nicht selbst gefälscht hast. Also, wie läuft das bei Ihnen? Ja gut, zum einen gefälscht habe ich keine Statistiken, aber ich habe in der Tat viele Mal doppelt geschickt, dass die Zahlen auch wirklich funktionieren und wirklich stimmen. Der Grund, es zu machen, war einfacher. Wir alle sind ertrinken in Informationen. Wir alle bekommen Nachrichten, Schlagzeilen. Griechenland leiht sich wieder Geld. Portugal kommt aus dem Rettungsschirm heraus. Viele Informationen, dass selbst jene Leute, die in Top-Etagen sitzen bei Unternehmen, die ich berate, mittlerweile Übersicht verloren haben. Ja. Und darum war der Grund ganz einfach. Ich wollte Fakten zeigen, damit jeder sich selber eine Meinung bilden kann. Ist sie vorbei, ja oder nein? Ja. Mit einem anderen Bild gesprochen, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem schönen Thema Schulden und sehen hier, da hat sich in den letzten Jahren wirklich was getan. Das müssen Sie uns genau, jetzt erklären. Genau, das ist hier die Abbildung, wo Sie sehen, das Wachstum der Wirtschaft, diese kleinen Säulen, und das Wachstum der Schulden zwischen den Jahren 2000 und 2008 in einigen Ländern. Also in Irland zum Beispiel, Schuldenwachstum 221% und Wirtschaftswachstum 71%. Also die Schulden sind dreimal so schnell gewachsen wie die Wirtschaft. In Portugal ebenfalls fast dreimal so viel wie die Wirtschaft. In Spanien, in Griechenland mehr als doppelt so schnell wie die Wirtschaft. Das einzige Land, wo die Schulden weniger schnell gewachsen sind als die Wirtschaft, ist Deutschland. Allerdings in der Zeit hatten wir auch schwache Wachstumsraten. Das heißt, was wir in Europa gemacht haben, war ein einmaliger Boom auf Pump. Ja. Das war sicherlich sozusagen dem Krisenmanagement geschuldet, dass man sagt, wir müssen jetzt dringend was tun. Die Frage ist eben, sind Schulden per se etwas Schlimmes? Das heißt ja allgemein, mit Schulden kann man eben Investitionen finanzieren und die zahlen sich in der Zukunft aus. Sie haben eine weitere Grafik und Sie haben zwei. Das ist richtig. Also was Sie sagen, stimmt natürlich, wenn Schulden produktiv eingesetzt werden, dann sind sie gut fürs Wachstum. Nur was wir hier sehen am Beispiel der USA seit den 60er Jahren ist eigentlich Folgendes. Der Nutzen neuer Schulden nimmt immer mehr ab. In den 50er, 60er Jahren hat ein Dollar neue Schulden noch ungefähr 60 Cent an neuem Wachstum gebracht. In den letzten 10 Jahren nur noch 20 Cent. Wir gehen fast auf den Punkt zu, wo neue Schulden gar kein Wachstum mehr bringen. Warum ist das so? Schulden werden nicht produktiv verwendet, sondern zu Konsum. Oder was noch viel schlimmer ist, um bestehende Schulden zu bedienen. Sie leihen sich die Zinsen, die sie haben, zahlen müssen, aber sie können nicht mehr weiter konsumieren und investieren. Ja. So, da setzen wir jetzt noch was drauf, nämlich wir gucken uns an, wie das ist mit der Verschuldung. Das ist ja nicht nur die Verschuldung des Staates, sondern eben auch der Unternehmen und der Haushalte. Ganz genau. Am Anfang haben wir nur gesagt, das Schuldenwachstum generell. Viele Leute sprechen immer von Staatsschulden. Was Sie hier sehen ist, jawohl, in Italien ist es ein Staatsschuldenproblem. Jawohl, in Griechenland ist es ein Staatsschuldenproblem. Aber nehmen Sie mal Portugal. Sie sehen, in Portugal haben wir eine Verschuldung von allen drei Sektoren. Staat, private Haushalte und Nicht-Finanzunternehmen. Gleichermaßen in Irland. Und wenn Sie sehen, dass es Studien gibt, auch von Piketty, die ja sehr viel diskutiert werden jetzt, dass das Vermögen so ungefähr bei viermal Volkseinkommen liegt, dann sehen wir, einige Staaten, auch Japan, sind von der Gesamtverschuldung schon fast auf der Höhe von 400% oder im Fall von Irland darüber. So, aber alles ist in gewisser Weise der Finanzkrise geschuldet, das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Und das heißt, es sind extreme Situationen. Die gesamte Finanzstabilität war wie in den 30er Jahren in Gefahr und dann wurde gehandelt. Also sind jetzt hier die Schulden nicht die Ursache der Krise oder sind sie sozusagen eine Folge?
für der Krise? Nein, die Schulden sind ganz klar die Ursache. Und wir haben als Antwort darauf gegeben, noch weitere Schulden. Das werden wir auch gleich sehen. Nur was Sie hier sehen, ist einfach mal langfristige Zahlen von USA. Und Sie sehen, damals, im Jahr 1929, lag die Verschuldung bei ungefähr 200%. Jetzt liegt die Verschuldung bei fast 400%. Und in diesem Zeitraum hier, von 1980 bis zum Jahr 2007, um eine Zahl zu nennen, hat sich die Verschuldung der westlichen Welt, und zwar von Staaten, Privathaushalten und Unternehmen, mehr als verdoppelt, relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn Sie nach Sektoren gehen, haben zum Beispiel private Haushalte real, das heißt inflationsbereinigt, 6-mal so viel Schulden wie 1980. Also die Schulden sind die Ursache der Krise. Normalerweise würde man sagen, wir müssen jetzt die Schulden abbauen. Aber die Politik sieht das natürlich anders, was es auch aus den Gründen, die ich schon erwähnt habe, vielleicht nötig war. Nämlich, dass man sagt, wir müssen jetzt diese außerordentliche Situation, die ja deflationären Charakter hat, in den Griff kriegt mit noch mehr Schulden. Ganz genau. Die Antwort auf eine Krise von zu viel Schulden war, erstens das Geld billiger zu machen. Das sehen wir hier. Die Notenbanken haben übrigens richtigerweise auf die Finanzkrise reagiert mit einer Intensivmaßnahme. Mhm. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, wir sehen es jetzt noch gerade, aus den Intensivmaßnahmen rauszugehen, ist hochproblematisch. Tapering in den USA, große Diskussion. Und auch in Europa wird ja immer diskutiert, dass die EZB zurzeit die einzige der großen Banken ist mit einer schrumpfenden Bilanzsumme. Auch das hat sofort negative Effekte. Das heißt, wir sind irgendwo gefangen in einem System, wo wir sagen, wir müssen den Schuldenberg oder das Schuldengebäude durch noch mehr Geld einfach aufrechterhalten und den Einsturz verhindern. Das kann auf Dauer aber nicht gut gehen. Mhm. Gut, da müsste man sagen, da müssen wir ganz vorsichtig versuchen, trotzdem rauszukommen. Wobei jetzt die akute Situation einfach erzwingt, dass man dort eben weiter eben eine Politik des billigen Geldes haben. Da schauen wir mal hier unten rein. Wir gucken natürlich hier auf der Seite Antwort 2, also noch mehr Schulden. Und Sie sehen das hier, und zwar ist es die Veränderung der Gesamtverschuldung wiederum relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Sie sehen Irland 84% mehr Schulden als 2008. Griechenland 55% mehr Schulden. Portugal 69% Schulden. Selbst Deutschland hat 8% mehr Schulden als Volkswirtschaft. Ich bin ganz einfach. Schulden können nicht auf Dauer schneller wachsen als das Einkommen. Das ist sicherlich richtig. Die Frage ist nur, können wir das in einer akuten Situation hinnehmen, um dann später Haushalte zu konsolidieren. Wir haben ja eine Politik der Haushaltskonsolidierung in Europa angestoßen. Ja. Also die Politik hat auch ein paar andere Antworten gegeben. Nicht nur die Antwort mehr Schulden, sondern eben auch mehr Sparen. Dafür ist die Kanzlerin ja schon verhauen worden. Gut, wenn man sagen muss, die Schlagzeile von mehr Sparen ist dann nicht Realität geworden. Sondern wir sehen auf der Oberfläche, wird gesagt, jawohl, wir reduzieren das Defizit. Aber faktisch reden wir von einer Reduktion der Defizite. Wir reden nicht von einer Reduktion des Schuldenberges. Mhm. Das ist das, was ganz klar hier ist. Insofern von Austerity kann keine Rede sein im großen Stil. Und gerade jetzt der Politikwandel, wie er sich in Frankreich und Italien abzeichnet, es ist nur Staatsschulden, hier haben wir auch Privatschuldenthemen, führt eigentlich genau in die Gegenteil. Nämlich, dass wir weiterhin das Problem von zu viel Schulden mit noch mehr Schulden bekämpfen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Wir wollen mal den Schulden noch nicht Schluss machen. Wir haben noch ein bisschen mehr Schulden. Wir haben noch ein Bild zum Schulden. Ja. Und zwar die Frage, Herr Jünemann, niemand kann Ihnen sagen, wie viel Schulden sind zu viel. Ja. Es gibt aber Studien, die zeigen, zum Beispiel für Staaten, dass die Zielvorstellung ist 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Das war ja das, was wir im Maastricht-Vertrag festgelegt haben. Das war durchaus vernünftig. Da könnte ich jetzt aus Zeitgründen nicht groß ausführen. Aber Herr Rogoff sagt also 80%, 90%. Wir haben jetzt jetzt habe ich jetzt mal Folgendes gesagt, was für den Staat gilt, gilt naturgemäß für den Sektor Unternehmen und Sektor Privathaushalte auch. Wenn Sie 3x60 nehmen, sind wir 180%. Wenn Sie 3x160 nehmen, sind Sie bei 240%. Wenn wir diese Bandbreite nehmen, dann haben wir in Europa einen Schuldenüberhang von ungefähr 3 bis zu 7 Billionen, 7.000 Milliarden Schulden. Zu viel Schulden. Das sind die über 180% sind. Ja, dann kann man natürlich manchmal sowas wie einen Schuldenschnitt machen. Wir haben also beispielsweise in den 80er Jahren in Emerging Markets kräftige Verschuldung gehabt und dann gab es da so besondere Maßnahmen. Es gab auch Schuldenschnitte, es gab Schuldenerlass. Also sowas können wir, nachdem sich alles stabilisiert hat, doch auch tun. Das könnten wir tun. Es wird auch vorgeschlagen. Reinhard Rogoff haben ja auch letztes Jahr in einem Paper für den Internationalen Währungsfonds vorgeschlagen, dass die Eurozone diese Schnitte durchführen sollte. Hat ein Problem. Das ist nicht populär. Ja, weil Sie müssen natürlich als Politiker sich hinstellen und müssen sagen, da ist der Schuldenschnitt. Wer verliert eigentlich? Und verlieren, wenn die Gläubiger. Und die sitzen überwiegend auch hier in Deutschland und nicht nur in den Krisenländern. Ja, das ist natürlich das Problem. Da verlieren einige. Wobei der Staat natürlich dadurch, dass er Staatsanleihen auch risikofrei sozusagen, ohne mit Eigenkapital zu unterlegen, den Banken richtig andient. Also die machen da richtig mit. So, jetzt haben Sie nochmal die Optionen für die Eurozone aufgezählt. Was gibt es hier?
Das sollen wir nochmal durchspielen. Gut, sparen und zurückzahlen. Was Sie machen würden, was ich machen würde, wenn ich zu viel konsumiert habe, ist weniger ausgeben, härter arbeiten, Problem gelöst. Naja, ich könnte einen Offenbarungseid machen. Dann ist die Sache erledigt. Das ist aber, kommt es später. Ich wollte erstmal versuchen, einen soliden Weg. Das Problem ist nur, das können einzelne Länder machen. Denken Sie an Schweden nach der Bankenkrise. Ja. In einem festen Wechselkurssystem ist es verdammt schwer, Wachstum zu erzielen. Und da sozusagen auf diese Art und Weise heraus zu wachsen und herauszusparen. Darüber hinaus, beim Thema Wachstum kommt noch entgegen, dass wir natürlich auch demografisch eine Entwicklung vor uns haben, wo die Erwerbsbevölkerungen schrumpfen. Ja. Das vergisst man bei den hohen Arbeitslosenzahlen in den Krisenländern. Aber strukturell stehen wir vor einem japanischen Szenario. Das heißt, sparen und zurückzahlen, herauswachsen wird nicht funktionieren. Inflation wäre der Politik am liebsten. Ja. Aber in einem Umfeld von zu viel Schulden können Sie Inflation nicht einfach so herbestellen. Sie müssten das Vertrauen in Geld vernichten. Aber dann reden wir beide nicht mehr von 5% Inflation, sondern von sehr hohen Inflationsraten. Und deshalb werden wir am Ende, wird die Politik am Ende das Unangenehme tun müssen. Ja. Aber sie spielt es halt auf Zeit und hofft auf ein Wunder. Ja. Das Wunder wird aber nicht kommen. Gut, wenn kein Wunder kommt, was kommt denn dann? Das ist natürlich jetzt die große Frage zum Ende. Also, Sie sagen, Schulden müssten restrukturiert werden. Das heißt eben Schuldenerlass, das heißt Schulden jetzt zum Teil zurückzuzahlen, zu verlängern möglicherweise. Also, was könnte dann jetzt da kommen, was passiert? Also ich würde mir wünschen, dass die Politik mutig wäre und eine Schuldenrestrukturierung vornimmt. Warum? Wenn man es geordnet macht, minimiert man den Verlust und den Schaden. Ich fürchte aber, das Spiel auf Zeit geht weiter. Man wird immer mehr Probleme auf die EZB verlagern. Weil man aber die grundlegenden Probleme, nämlich dass die Schulden zu schnell wachsen, nicht in den Griff bekommt, wird es am Ende vermutlich chaotische Zahlungseinstellungen und Konkurse geben mit allen Implikationen. Mhm. Ich mir wünschen, es wäre anders, aber leider fürchte ich, dass die Politik nicht den Mut haben wird, zusammenzusetzen. Sie müssten den Deutschen zum Beispiel sagen, dass wir vermutlich für die Rettung des Euros in der Größenordnung von 1 Billion Euro aufwenden müssen, über Zeit, solidarisch, um das Problem zu lösen. Welcher Politiker traut sich, das zu machen? Nein, keiner. Also ist die Politik das Problem? Da brauchen wir ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Ansonsten werden Lösungen erzwungen, die vielleicht kommen, vielleicht aber eben halt auch nicht kommen. Vielleicht ist das mit dem Herauswachsen dann vielleicht doch nicht so schlecht. Da müssen wir mal warten. Wunderbar, das ist leider schwer zu realisieren. Das ist schwer zu realisieren, das sehe ich ein, das ist natürlich so. Vielleicht haben wir eine Mischung aus allem und vielleicht haben wir in der Tat irgendwann mal wieder auch ein bisschen mehr Inflation. Das würde natürlich auch der Politik wieder helfen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Das waren also Denkanstöße zur Krise in Bildern. Und Sie haben gemerkt, also ganz so einfach wird es nicht sein, diese Krise zu lösen. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Politik muss hier, das ist auf jeden Fall auch die Botschaft, ein bisschen mutiger und ein bisschen ehrlicher sein. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.